Oh, Dennis. Nö. Ja, okay, ich habe jetzt keine Blitzreise mehr, aber ich mache die jetzt. Weil ich es schon gemacht habe. Deswegen kann ich das jetzt nicht melden. Hoppala, ich renne erstmal Ja, ich rein. weiß nicht, wo es hergeht. Ich mach mal einen Blitzreis. Hier, Ausgang. Haben gefunden. Kevin, du brauchst zu lange, wenn du jetzt eine Blitzreise machst. Keine Hab hier ein Blitzreise Teil, das machst. nach Ihnen Dafür hab ich riecht. schon, tja, dafür hab ich schon Droh gefunden. Ich habe aber auch, wo ich jetzt gelevelt habe, mit meinem Hauptschar die ganze Zeit eine Blitzreise gemacht. Ja, ich auch. Also. Ich Also bin auch so. außer von, Eine also bessere immer wenn ich Auswahl halt finden zum Sie Safe House einfach. zurück wollte oder in ein anderes Gebiet. Weil du hast keinen Bock nachher irgendwie 3 Kilometer bis zu der Operationsbasis zu Für latschen. alle Leute, die sich fragen, was ich gerade mache, ich tue mit L2 gerade alles markieren und verkaufe es dann auf einmal. Kommt nicht immer die Frage, wollen Sie das wirklich verkaufen? Wollen Sie das wirklich verkaufen? L2 Sie kann man Ihren alles Eltern da markieren und dann draußen hören? verkaufen? Ich Ja, dachte, da als kann man Schrott nur markieren. zerlegen. Ja, du kannst auch als Schrott markieren, wenn du hier beim Händler bist. Ja, noch einen Druck gefunden. Und dann auf den linken Trigger drücken. Sie verpassen was. Ja, ich kenne das mit dem Schrott markieren, aber ich dachte, da kann man das dann wirklich auch nur zerlegen. Ich Nö, wusste nicht, dass nö. der dann auch alles auf einmal verkauft. Ich behalte erstmal alles. Bin aber auch gleich da. Ich habe schon eine Optik, die kann ich auf meine Waffe aber nicht drauf machen. Gut. Gemein. Ich So, Ankunft schwätze in mal mit 80 dem Typen Metern. hier. So. Ja, ich jetzt auch. Level 3. Fantastische Arbeit, Einmal Agent. Mission. Sie Munition haben gerade noch auffüllen. den Deckel Muss ich da draufgekriegt, hoch, um bevor es das überkochen abzuschließen? Ja, konnte. ne? Alles klar, Sir. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel. Ah, da ist Da ich ja die mein ganzes Leben Ladensau. in Hallo. Brooklyn Moment, verbracht ich muss auch mit habe. dem labern. Ja, ich Hey, weiß. das sollten Sie Auch sehen. Level Ja, ich weiß. 3. Juhu. Gut, Ja, dann ich machen wir weiß. das mal auch schwer, ne? Agent, Ja, Sie ich haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier Gibt's erhalten, irgendwas das in das Besseres? Ja, ich weiß. Verteilzentrum kommt. Es Wie weit wurden soll die Mann Plünderern nachgehen? angegriffen. Besseren Wow. Loot. Die offensichtlich Wir kriegen ein Geiseln bisschen gegen mehr Credits, Medikamente meine ich. eintauschen wollen. Sie Es gibt auch müssen dort besseren den Loot generell bei Plünderern den Gegnern. einhalten. Ja gut, das stimmt. Plünderer überfallen das Ich habe bis jetzt Revier. aber beim Leveln alle Lassen Sie Missionen nur auf uns nicht normal gemacht, vergessen. nie auf Sie schwer. haben gerade Ich einen auch, aber Und ich jetzt sind habe wir ja zu dritt. die Mission auch immer alleine gemacht. Verteilzentrum nutzen. Ich auch. Es wird von Plünderern Los. angegriffen, die Kein offensichtlich Geiseln gegen Bock mit so Medikamente anderen eintauschen Bobbys. wollen. Sie müssen dorthin. Ich komme Gefahr auf die ausschalten und blöde alle scheiß Bank Geiseln nicht. befreien. Idiot. Jetzt. Einer mit Profis, Leute. Wir sind Agenten und keine Vollidioten. Da gehen rein auch mal gegen den Sessel. Und wenn ich es schaffe, mache ich natürlich auch ein Unboxing von der Collector's Edition. Oder von der Agent irgendwas Edition. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Ich könnte Denk dran, nachgucken. wir müssen jetzt taktisch vorgehen, weil wir auf schwer spielen. Und so einfach reinrennen, okay. Genau. Niemand Einfach will hier reinrennen, Kevin. Ärger. Ja, Wie ihr hieß habt die in der noch? Beta noch gesagt, ich bin Ah, der. genau. The Division Sleeper Agent. Edition. Edition. Agent Edition, genau. Edition. Wahrscheinlich haben die das einfach nur so genannt, weil sich das komisch anhört, wenn du sagst, The Division Collector's Edition. Naja, es liebend, es liebt. Ja, das sind aber zwei Wörter dazwischen, nicht nur eins. Agent, bringen Sie das Ich Revier fahr wieder unter plötzlich an. Geh da Kontrolle. hoch. Verlieren wir es. Verlieren Hoch? wir Brooklyn. Okay. Viel Spaß beim Feinde nähern sich ihrer Position. Komm. Hey, das ist ein scheiß Computer. Kann der Computer mal weggehen? Alter, ich brauch zwei Magazine für einen Gegner zu töten. Ich kann euch nicht heilen, denkt dran, ne? Oh ja, wie geschafft das so Ich kann aber heilen. Echt? Aber nicht richtig. Ich glaube, die haben Granaten. Oder was ist das für ein Skill, den ich da hab? Damit kannst du Gegner markieren durch Wände und so. Echt? Ja. Wow. Ich dachte, das wäre der Heilskill. Kriegst du erst mit der ersten Mission. Deswegen wollte Stimmt. ich das ja auch noch nicht machen. Aber Auf ja was. schwer. Also ich komme gut klar. Und ihr? Ich war fast mal einmal tot. Ich hab schon zwei getötet. Gut, dass die Gegner da hinten nicht zu mir kommen können. Hey, der hat immer. Oh Gott. Drei getötet. Ich war schon ein paar getötet, aber. Da oben steht ein Granatenarsch. Ja, ich weiß. Oh. Zwei Granatenärsche. Die treffe ich von hier irgendwie nicht so gut. Ah, meine Granate macht kaum Schaden. Das ist nervig. Boah. Alter, ich sehe nichts mehr. Die haben mich voll eingenebelt hier. Warte, ich Haben die setze dich mal meine angebläht? Spezialmunition ein, meine Explosivbeschüsse. Oh. Ah, scheiße, das ist so eine verschwommene Sichtgranate. Ah, ich liebe meine. Haha, der hat seine Granate fallen lassen, der Idiot. Und ich habe keine Medikits mehr. Ja, So. nicht mehr. Ja, wo sind die Gegner hin?
Ist doch alles safe hier. Ja, ich komm runter. Ich hab fast keinen Schaden bekommen. Ich hab nur zwei Medikits verbraucht. Echt? Ich hab gar nichts verbraucht. Ja, aber ich stand da ein bisschen umsonst. Oh, oh. Da hier, hat nichts verloren. Jetzt rennt er direkt. Ja, ich wusste nicht, dass da schon wieder Gegner kommen. Oh, hi. Hey, ich hab Strategie. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin tot. Ja, weil hier hinten so ein Typ rumläuft, der uns kaputt schlägt. Moment. Wenn die einmal hier dranhängen, auf dem Level ist das ein bisschen schwierig. Oh, ich bin fast tot, ey. Ist dann auch schwer, mal schwierig. Also du bist halt overpowered, ne? Ich bin immer overpowered. Ich kriegst ja später so Scharfschützengewehre, die mit dir 100.000 Schaden. Mir reicht schon meine 27.000 Kopfschussschaden. Je nachdem, wie weit du das gehst, wird's dann mal höher, ne? Ich wechsle mal kurz meine Waffe, die ist kacke. Kämpfe nicht gegen Zombies, ich dachte, das wären Zombies, ach so. Rotgewehr im Nahkampf ist kacke. Ups, das war ein doofer Wurf. Schrotgewehr im Nahkampf ist kacke, alles klar. Nein, das ist der Sinn einer Schrotflinte. Ja, ich hatte genau einen anderen gemeint. Hey, komm Gegner, ihr versteckt euch doch. Hier, das Schild ist ganz praktisch, finde ich. Vielleicht. Weiß ich nicht. Alarm, weitere Gegner unterwegs. Ach komm, doch noch mehr. Er stirbt, jawohl. Was problematisch werden könnte, ist, dass uns die Munition eventuell ausgeht. Nö, ich hab dafür gibt es ja die Pistole. Ja, dann killt die scheiß Gegner mal mit einer Pistole. Die irgendwie drei Magazine aushalten. Ja. Ja, aber hier gibt's auch Kisten, glaube ich. Guck mal. Glaubst du? Hier gibt's auch Kisten. Ja, kämpf mal weiter. Ich guck mal, ob es hier noch Kisten gibt. Ja, kämpft mal weiter. Ja, nee, ich sehe keine Kisten. Ich bin dann mal weg. Ja, ich wollte gucken, ob es hier noch Kisten gibt, aber hier habe ich zwei Medikamente. Keine Munition mehr, wo wir gerade beim Thema waren. Oh, hi. Wenn wir zurück. Scheiße. Ich habe gar nicht gesehen, dass man der Seite... Krabbel zu mir. Ich bin unterwegs. Ich halte ihn auf hinter dir. Ja, der kommt zu dir. Nö. Komm hier hin. Zu mir. Links rüber. Also von... Und da. Danke. Sind nur noch zwei Gegner, das schaffen wir schon. Na, ich habe nur noch meine Pistole. Das reicht, die macht bei... Pistole macht fast mehr Schaden. Die macht viel mehr Schaden wie meine normale Waffe. Ja, weil sie am Anfang auch schlecht sind, die Waffen, die wir haben. Das legt sich dann nicht. Ja, aber meine Pistole macht mehr Schaden als mein Maschinengewehr. Oh, das ist natürlich kacke eigentlich. Das ist gut. Oh, Loot, ganz gut. Weil davon ist dann endlich Munition. Ja, das schießt zwar langsamer, macht aber mehr Schaden. Hier ist Munition irgendwo, habe ich, glaube ich, als Symbol hier auf der Karte. Ich weiß nicht, ob das Munition ist. Happy Loot. Oh Gott. Oh oh, da kommt irgend so ein Wichser hochgekrabbelt, glaube ich. Dann schubst ihn runter. Der schubst mich hier gerade runter. Ich bin tot. Hey, du Asi. Gott, der Penner. Also, die normalen Gegner, die gehen auf den Schwierigkeitsgrad gerade, aber diese Schlägertypen, wenn die einmal an dir dranhängen, hast du verkackt. Mann, wenn alle auf dich schießen, hast du auch verkackt, also. Wow, ja, dann kannst du immer noch in Deckung bleiben, aber diese Schläger, die laufen halt wie Amokläufer auf dich zu. Das sind ja auch Amokläufer. Ich weiß nicht, was das sind, die sind auf jeden Fall behindert. Muss kurz nachladen, alles klar. Boah, die Munition ist so schnell. Macht jemand den Pistolentypen von mir fertig? Was? Pistolen, der fast tot ist? Du meinst du? Egal, der ist tot. Da unten ist einer in der Deckung, der hat keine Rüstung mehr. Der ist also gleich tot. Mir ist gestern was total Dummes mit diesen Soldaten und den Typen da passiert. Hä? Die standen sich gegenüber, haben auf sich geschossen und nicht getroffen. Die standen 2-3 Meter entfernt voneinander. Keiner hat sich getroffen. So. So. Ich treffe Stefan nicht, Auf mich zu schießen. Ich hab gar nicht geschossen. Medikills.
Oh, ich habe wieder ganz viel Munition für mein MG aufgesammelt. Nein, ganz viel habe ich nicht, aber reicht schon. Hier liegen irgendwo Kisten rum, angeblich. Loot, loot, loot. Laut hier der ist Munition. Zumindest. Ja, Munitionskisten hier. Da habe ich aber noch viel Loot rumliegen. Habe ich noch irgendwas an Loot rumliegen? Irgendwie ist hier relativ wenig gedroppt. Mhm. In der ersten Mission droppt, glaube ich, auch nicht viel. Boah, ganz da hinten liegt irgendein Crap. Da habe ich keine Lust hinzulaufen. Hier laut meiner Karte steht oben auf dem Dach irgendwas. Ich komme gar nicht, wie soll ich aufs Dach kommen? Egal, naja, das ist das gleiche wie das hier. Das ist, glaube ich, hier drin oder so. Der Boss wird nice. Bei dem du so Probleme hattest auf normal. Wow. Ja. Pff. Nehmt mir ruhig alle Deckungen weg. No Problem. Ich war zuerst hier. Ja, schieß doch einfach schon mal. Da kommt so ein Schläger. Da kommt so ein Schläger, da kommt noch so ein Schläger. Ja, da rennt er mich vorbei. Ja. Ich Dennis, du hast noch viel HP. Ich ja, ganz viel, ne? Ach komm, ich heil mich mal. Jetzt habe ich ein bisschen mehr HP. Ich hab ein bisschen mehr HP. Ich find's gut, dass du alle Granaten abfängst. Hm? Was? Ich find's gut, dass der Kevin alle Granaten abfängt. Ja, dadurch sehe ich aber nichts mehr. die machen auch ein bisschen Schaden, die Gasgranaten, ne? Dann geh ich weiter nach vorne. Nur so zur Info. Dann geh ich weiter nach vorne. Ich würde nicht so weit vorlaufen, Kevin. Oh jo. Oh hi. Genau deswegen. Ist ja dann eure Aufgabe. Ja, ja, aber ich kann nicht alle übernehmen. Also kann ich schon, aber will ich nicht. Och, der Typ, ey. So, erledigt. Ah, das ist es selber erledigt. Och man, jetzt muss ich nachladen. Im schlechtesten Moment. Komm raus aus der Deckung, Granatentyp. Oder so. Aber er hat nicht getroffen, toll. Oh, da ist ja noch einer. Ja. Da war einer. Wieso für die Granate wieder zu mir? Weißt du, was ich herausgefunden habe? In späteren Leveln werfen die Granaten zurück. Echt? Ja, und in späteren Leveln können die auch die Geschütztürme hacken, sodass sie auf uns selber schießen. Weißt du, was ich rausgefunden habe? Nein. Dass man Bosse verbuggen kann. Manche schon. Die laufen dann zum Beispiel in Wände oder so. Nee, du kannst, also Bad Bass ist bei jedem geklappt, wo ich es ausprobiert habe. Wenn du das Geschütz auf irgendeine Kiste oder auf ein Auto oder so stellst, die Bosse, die krabbeln immer zu den Geschützen und treten da drauf und machen die kaputt mit einem Tritt. Und sobald die auf dem Auto stehen, dann stehen die einfach nur da rum, schießen nicht mehr auf dich und bewegen sich nicht mehr. Vorsicht, ne? Ich fang schon an, ne? So habe ich den ein oder anderen schwierigen Boss leichter platt gemacht. Ist aber nicht sehr gentleman-like. Wie der da einfach rumgeflogen kommt. Ist not a buff, ist a feature. Tot. Da gibt es ja noch was Schönes, nicht das? Ja, Loot. Ja, Kiste. Mit Munition. Das auch. Und ab Level 15 oder so gibt's immer Epics bei den Händlern, ne? Epic? Ja, das kann sein. Ich habe mir bis jetzt noch nicht ein Epic gekauft. Ich schon. Zwei die waren Stück. Die waren immer schlechter als, also Waffen meine ich jetzt. Die waren immer schlechter als meine aktuellen Waffen. Bei mir nicht. Meine aktuelle hatte da irgendwie 700 Schaden und die hatte 1200 Schaden für Maschinengewehr. Und meine waren immer nur so, keine Ahnung, hat 50 Schaden besser oder so. Und dafür, dass die irgendwie 25.000 kosten. Aber dafür machen sie halt auch diese Bonus-Sachen, wenn du die Attributpunkte dafür hast. Ja, wenn du die hast. Ja, hatte ich. Ich brauche aktuell bei den Waffen, die ich habe, hier sind Medikits. Hey. Aktuell bei den Waffen, die ich da zum Angebot habe, brauche ich irgendwie 600 oder 700 teilweise von den Fähigkeitspunkten. Ne, ich brauche 300 und die eine Waffe macht irgendwie Brandschaden dazu, zu ja, 30%iger Wahrscheinlichkeit. Habe ich auch einen gehabt. Und irgendwie 50% mehr Kopfschussschaden. Ich guck grad Fernsehen, ne? Also die Waffen, die ich im Moment habe, sind gut.
Jetzt gleich kommt ja der Boss, ne? Boss-Time. Seid ihr hinter mir? Ja. Ich nicht, ich bin im anderen Raum. Warum auch immer? Ja, weil hier eine Kiste ist. Warnung. Scheiß auf Kisten. Nahrungsmittel, Konserve. Oh, Gegner. Hallo Gegner, wo seid ihr? Hier oben bei uns. Ach so, toll. Laut Kartiger hat so Gegner, wohin? Aber auch keinen gesehen. JTF-Soldaten sind so nutzlos. Ja. Oh. Ich hab das Gefühl, schon ewig hier zu sein. Ich bin auch da. Pass auf. Oh, hi. Ach, ich aber nicht nett von da. Wie der eine Soldat versucht, ihn halt zu verprügeln. Alter, die Deckung hier ist scheiße, ich treff nix. Oh, oh. Ich hab die Taste gedrückt. Scheiße, ich wollte in Deckung gehen. Scheiße, ich hab verziert. Ich hätte vielleicht nicht aus der Deckung gehen sollen. Vielleicht nicht. Was war das denn bei dir gerade? Wie das bei mir aussah. Da haben andere die Steuertaste. Ich will in Deckung gehen, springe aber immer drüber. Granate mal für euch. Und die bleiben da stehen, die Trottel. Ja, auf höherem Level laufen die öfter weg irgendwie. Boah, die Waffen verziehen manchmal. Man muss halt Stabilität haben. Hallo? Hä? Hä? Wo werde ich hier getroffen? Hinter dir. Hä? Da bist du. Ja, du wurdest von einem Typen angeschlagen. Ja. Nee, ich hab den verprügelt. Vielleicht mal neben euch gucken. Ich weiß, ich bin da, ich muss grad nachladen. Ich weiß, ich schieße einfach immer woanders hin. Granate! Ja, das ist eine Granate. Ich find's halt extrem geil, dass Deckung suchen wirklich im Spiel so wichtig ist. Ja. Ist halt kein einfacher Shooter. Kannst bei dem Spiel halt wirklich nicht einfach blind irgendwie rumlaufen. Kannst du schon, aber nur wenn die sehr viel niedriger im Level sind. Ja. Und ansonsten stirbst du halt. Weil die Scharfschützen später in den Missionen, ich hatte einen, der hat mir 80% vom Leben mit einem Schuss abgezogen. Ja, ich hatte einen Bossgegner, der hat irgendwie komplette alles weggemacht mit einem Schuss. Kann er kurz helfen? Ja. Stimmt, kann der Stefan das machen. Wo bist du denn? Ich bin mit Stefan unterwegs. Danke. Wieso steht er? Die müssen nicht mehr aufstehen dann. Haha. Bam! Teamarbeit. Keine Neustadtzone, das heißt Bossgegner. Richtig, ein Boss. Loot. Freue ich mich immer, wenn die Meldung kommt. Ah, dann sind wir mal am Ende. Eine Mission angelangt. Am Ende sind wir dann auch. Ja. Mit den Nerven. Wortwörtlich. Ey, du blockierst die Tür. Weil hier ist Munition irgendwo. Hier vorne. Deswegen sagte ich ja, ey, du blockierst die Tür. Toll, ich renne in irgendein Büro rein. Schade, ich habe keine Munition mehr. Keine Brand- und Brandgeschosse sind bei Bossen sehr, sehr gut. Bleiben dann immer stehen, weil sie brennen. Das sollte man noch machen, oder? Ich hab gar keine Brandmunition. Wo ist die nochmal? Auf welcher Taste? Rechts gedrückt halten. Aha. Ich hab explosiv geschossen. Ja, damit machst du auch ganz gut Schaden. Chance auf Flächenschaden. Ich pack die mal gerade rein. Geld nein! Nicht. Nein! Das ist ein eine Cooldown-Fähigkeit. Also dann hast du für 20 Sekunden Geschossschaden. Also so. Explosiv. Ich kann jetzt nochmal gucken, wo ich Brandgeschosse habe. Rechts gedrückt halten. Ja klar, JFT klaut mir natürlich meine Deckung. Explosionsgeschosse. Oh oh. Genau, ich stelle mich natürlich dahin, wo ich nichts sehe. Richtig.
können wir einen Sniper haben. Halte ich mich jetzt und ja. Uiuiui, das wird direkt zu wenig Leben. Die Granaten nerven gerade ein bisschen. Das sind ein bisschen viele. Naja. Ey. Ja, wie das ist. Also alles, was diese scheiß GTF-Agenten können, ist einem in der Schusslinie stehen. Richtig. Wo bist du denn, Kevin? Ich bin gerade hinter dir gekrabbelt. Ach so. Komm raus da, du Lutscher. Ich bin gerade in Deckung. Bist du tot? Nö, hier. Ich meine, halbtot.